Das Thema Privatkunde und Börse und kommen zum ersten Teil der Rubrik Fondsmanager präsentieren sich. Damit es für Sie abwechslungsreich bleibt, haben wir bewusst auf kurze Präsentationszeiten gesetzt und bieten Ihnen, liebes Publikum, die Möglichkeit, haben wir vorhin auch schon mal kurz erwähnt, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Heute erstmals hier mit bei uns beim Vermögensverwalterforum ist die Prisma Investment GmbH als Gründer, geschäftsführender Gesellschafter und zugleich Fondsmanager wird Ihnen Andreas Rachor den vermögensverwaltenden Mischfonds Prisma Aktiv UI von Universal Invest mit Fokus auf Europa und Asien nun vorstellen. Herr Rachor, herzlich willkommen. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute den Prisma Aktiv vorstellen zu können, der für Sie sicherlich auch eine valide Alternative zu den ganz bekannten großen deutschen Mischfonds eben auch darstellen kann und den Sie für Ihre Kunden auch noch entdecken können. Mein Name ist Andreas Rachor. Ich bin, wie schon vorgestellt, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Prisma Investment GmbH mit Sitz in Frankfurt. Zur Gesellschaft zunächst. Die Prisma Investment GmbH ist eine Ausgründung aus der Vermögensverwaltung der Software AG Stiftung in Darmstadt. Eine der Top 10 deutschen gemeinnützigen Stiftungen. Ich war 10 Jahre in der Stiftung Vermögensverwalter und im Jahr 2011 haben wir eine Ausgründung aus der Vermögensverwaltung vorgenommen und sind inzwischen im Jahr 2021 bei 1,7 Milliarden Euro Assets under Management und verwalten neben den Spezialfonds, wo wir herkommen, auch inzwischen zwei Publikumsfonds. Die Strategien, die wir machen, unsere Core-Kompetenz und unsere Prisma-DNA ist der Mischfonds. Der Prisma Aktiv, den ich Ihnen gleich auch näher vorstelle, ist ein Mischfonds. Wir haben in den Publikumsfonds etwas über 600 Millionen, zwei Publikumsfonds, den Prisma Aktiv mit 600 Millionen Euro Fondsvermögen und einen kleinen Publikumsfonds, einen Exoten, einen asiatischen, einen Aktienfonds. Daneben eben Spezialfonds. Wir bieten jetzt mal grundsätzlich als Investmentboutique drei Themen an für unsere Kunden. Neben dem Mischfonds-Thema haben wir zwei Spezialthemen. Das ist einmal Aktien Asien und hochverzinsliche europäische Unternehmensanleihen, die beide auch Bausteine, beide Themen auch Bausteine, Assetklassen, mal mehr, mal weniger, je nach Top-Down-Allokation eben in dem im Mischfonds sind. Bei der Kundschaft, die sehen Sie hier rechts, sie ist noch im Wesentlichen institutionell geprägt. Also neben den Stiftungen sind Versicherungen und Pensionskassen, aber auch Asset Manager und Banken, Dachfonds sind es von großen deutschen Investmentgesellschaften, die bei uns investiert sind. Und sagen wir mal, die Kundengruppe der Privatanleger, Retail und vermögende Privatkunden mit 85 Millionen ist noch relativ klein, aber wächst stetig. Und wir sagen dann im Prinzip immer auch, wie ein Publikum, wie Sie das sind, Sie können uns eben halt im Mischfondsbereich noch entdecken für Ihre Kundschaft, ohne jetzt auf einen Track Record und eine Historie eben verzichten zu müssen, und zwar im realen Leben sozusagen, im realen Managen der Portfolien. Ja, eine inhabergeführte Investmentboutique, die steht natürlich für Unabhängigkeit, für Kontinuität und Verlässlichkeit. Das heißt, die handelnden Personen, die sind stabil und wechseln eben nicht die Gesellschaft. Die sind auch ansprechbar. Also bei uns sind die Portfolio-Manager auch erreichbar für unsere Kunden. Und da wir sozusagen aus dem konservativen Bereich kommen, Stiftungsbereich, Versicherungsbereich, war von uns schon immer das Thema Risiko ein großes Thema beim Managen, weil einfach unsere Kunden
die Aufgaben haben, ihr Kapital in der Substanz zu erhalten. Das trifft natürlich, wie Sie wissen, für Stiftungen besonders zu. Das gilt aber auch für alle anderen Anlegergruppen, die wir abdecken und auch natürlich für den Privatanleger, dass man einfach in schwierigen Börsenphasen, und wir hatten natürlich jetzt einige Zeit keine schwierige Börsenphase, jetzt gehabt, also 1,5 Jahre eben, aber in schwierigen Börsenphasen eben auf das Thema Kapitalerhalt zu setzen und nicht an der Benchmark zu hängen. Vielleicht ein bisschen anders als ein ETF, das ja grundsätzlich ja immer investiert ist. Und da konnten wir beispielsweise, sehen wir auch gleich, gerade in der Corona-Krise im März 2020 und dann im weiteren Verlauf durch das aktive Management auch einen Mehrwert für unsere Kunden generieren. In positiven Fällen, dann wollen wir natürlich attraktive Zielrenditen für unsere Kunden erwirtschaften und das Ganze soll eben in einer möglichst niedrigen Volatilität eben stattfinden. Dann der dritte Pillar ist das verantwortungsbewusste Investieren. Also bei uns steht jetzt hier keine Nachhaltigkeit, sondern wir nennen das verantwortungsbewusstes Investieren, ist im Prinzip aber auch nichts anderes. Wir nehmen von jeher, und ich als Vermögensverwalter einer der größten deutschen gemeinnützigen Stiftungen, war das schon immer ein wichtiges Thema, eben verantwortungsbewusst zu investieren. Und eben die Verantwortung des Vermögens, was man eben zum Managen übertragen bekommen hat, bei der Kapitalallokation wahrzunehmen. Und das machen wir seit über 20 Jahren. Was bei uns bedeutet, dass wir neben der betrieblichen Wertschöpfung schon immer auf eine ethische Wertschöpfung des Geschäftsmodells schauen und einen sehr starken Realwirtschaftsbezug haben. Das heißt, wir wollen dann immer in ein Unternehmen investieren, als Form von einer Aktie oder einer Unternehmensanleihe. Und die anderen Assetklassen, die sind Beimischungen im Portfolio. Es ist auch wenn ich jetzt hier stehe als Gründer, es ist mir auch ganz wichtig, dass wir einen Teamansatz haben. Es sind 5 Manager, die den Prisma aktiv auch managen, 5 erfahrene Manager. Es sind 3 Aktienmanager und 2 Rentenmanager. Kollege Hans-Günther Schmidt und Kollege Bötsch sind für die Aktien Europa zuständig im Team bei uns. Ich bin für das Thema schwerpunktmäßig Asien zuständig, sowohl top-down als auch bottom-up, also natürlich das Thema China, was ja wieder mal sehr, sehr aktuell ist, eben auch zu beurteilen. Wir sind der Meinung, das unterscheidet uns vielleicht auch ein bisschen von großen Wettbewerbern, bekannten Wettbewerbern, dass wir eben top-down uns auch große Gedanken machen über volkswirtschaftliche Entwicklungen in Asien, in China. Ganz aktuelles Beispiel, die schwache Wirtschaftsentwicklung in China, die sich jetzt mal kulminiert, diesem Evergrande-Problematik, die ist Gott sei Dank, sagen wir mal, im Wesentlichen erstmal direkt auf China beschränkt, hat aber natürlich, was Kaufkraft und Wirtschaftsentwicklung betrifft, auch große Auswirkungen auf europäische Unternehmen. Das wissen Sie natürlich, dass Luxusgüterunternehmen, auch Automobilaktien, hier in Deutschland natürlich besonders Automobilaktien, 40%, 50% ihrer Umsätze und Gewinne in China machen. Und das im Moment aus unserer Sicht nicht opportun eben ist, in diesen Aktien investiert zu sein. Und das haben wir auch eben frühzeitig oder versuchen wir eben natürlich frühzeitig zu antizipieren, was Aufgabe eines Fondsmanagers ist. Dann haben wir 2 Kollegen, den Jochen Rodenbacher und den Markus Schmidt, die bei uns die Anleihen machen. Wir sind dieses Jahr mit den Anleihen im Prisma aktiv, also wenn Sie nur die Anleihen getrennt nehmen, 3,5% im Plus. Also man kann mit Anleihen, auch wenn es schwer ist, immer noch Erträge erzielen. Natürlich haben Sie da auch ein paar hochverzinsliche Anleihen im Portfolio oder auch eine Fremdwährungsanleihen im Portfolio. Aber wir können es eben abdecken, um diesen Baustein. Und wir haben ja einen Mischfonds global ausgewogen, das heißt 50% Aktien, 50% Renten. Das heißt, dann müssen Sie den Rentenbereich auch gut eben bewirtschaften. Ja, dann zum Investmentansatz. Investmentansatz ist grundsätzlich so, dass wir versuchen,
aus der Fülle der Informationen prägnante Asset Allocation eben zu machen und dann bottom-up eben die Geschäftsmodelle zu investieren. Wir machen das über die Prisma-Ampel. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen banal hier aus. Natürlich ist dahinter relativ viel Input eben auch geschaltet. Wir sind der Meinung, dass man alle wichtigen Finanzthemen, Kapitalmarktthemen unter drei Pillars, drei Punkte eben subsumieren kann. Das ist einmal Realwirtschaft, das heißt volkswirtschaftliche Entwicklung, Gewinnentwicklung der Unternehmen, jetzt mal kurz zusammengefasst. Geld- und fiskalpolitische Themen, die sehr wichtig sind an der Börse und eben die Markttechnik. Und das Ganze sorgt eben dann dafür, gibt die Leitplanken der Asset Allocation für uns im Team eben für die nächsten 3 bis 6 Monate, stellt die Leitplanken dar und in diesem Rahmen wählen wir dann die Geschäftsmodelle, eben die Unternehmen aus. Wir sind und im Prinzip das, warum haben wir letztes Jahr, also der Prisma Aktiv hat letztes Jahr mit 8,5% plus abgeschlossen, was ja in dem Corona-Jahr außergewöhnlich gut war. Da hat uns die Ampel einfach geholfen, weil wir gesehen haben, dass die Realwirtschaft damals, das ist jetzt ein aktuelles Bild, wie wir es aktuell einschätzen, damals war die Realwirtschaft dunkelrot, aber Markttechnik war dann grün und Geld- und Fiskalpolitik wurde auch sehr schnell grün. Das heißt, 2 von 3 Punkten sind grün gewesen in der Phase, wo die Realwirtschaft knallrot war. Und das hat uns eben bewogen, jetzt ohne das Bauchgefühl nur zu haben, sondern eben aufgrund unserer Anlagesystematik eben relativ schnell in die Aktien wieder reinzugehen und dann konnten dann eben im weiteren Jahresverlauf davon profitieren. Das Risikomanagement ist bei uns wichtiger, integraler Bestandteil. Wir haben das so aufgebaut, dass wir qualitativ grundsätzlich arbeiten, das heißt, wir nehmen Portfolioveränderungen vor, wenn einer der drei Pillars eben sich verändert. Quantitativ haben wir ein Tool eingeführt, weil es ja durchaus sein kann, dass man trotz einer guten Investment Asset Allocation Dinge auch mal falsch sieht. Dann greift bei uns auf der Aktienseite das quantitative Tool ein, der sogenannten High-Watermark-Stop-Kurse. Das sind jetzt nicht nur Stop-Losses, sondern sind auch Stop-Wins. Das ist im Prinzip relativ einfach. Wenn eine Aktie 10% vom Einstandskurs fällt, wird sie verkauft oder wenn sie vom Top-Kurs runterfällt. Also eine Aktie steigt um 40%, dann fällt sie um 10% von oben runter, also 14%, dann wird die mit 26% eben im Gewinn eingeloggt. Wir haben gesehen, dass das gerade in volatilen Phasen und vor allem dann auch in stärkeren Down-Phasen eben die Verluste minimiert und die Drawdowns im Portfolio eben auch reduziert und deswegen ist das für uns ein sehr, sehr wichtiges Tool, um im Team eben solche schwierigen Phasen überstehen zu können. Schlussendlich haben wir ein professionelles Investment Controlling durch die KVG. Wir sind ja grundsätzlich der Investment Manager von dem Prisma Aktiv. Die KVG ist jetzt in dem Fall die Universal Investment. Ja, verantwortungsbewusstes Investieren in die Realwirtschaft. Wir nehmen da unsere Verantwortung, wie ich schon gesagt habe, schon lange wahr. Wollen das aber jetzt nicht auf der ersten Seite als Marketing-Tool sozusagen zeigen, sondern es ist Teil unseres Investmentprozesses. Deswegen befindet sich es auch in der Mitte der Präsentation. Es ist ein zweistufiger Prozess. Zunächst mal haben wir ein Negativ-Screening, wo wir Branchen ausschließen aufgrund per se ungenügender ESG-Leistung. Und dann im zweiten Prozess eben integral in der Bewertung des Unternehmens, in dem Geschäftsmodell, dann werden eben die ESG-Themen abgeprüft. Und Sie sehen, was ist das Ergebnis? Das ist jetzt MSCI ESG-Rating für unseren Prisma Aktivfonds. Das liegt bei 2A, also zumindest MSCI sieht das sehr positiv, dass unsere Arbeit im Bereich des ESG-Themas. Der Fonds ist nach Artikel 8 Offenlegungsverordnung der Prisma Aktiv einsortiert und ist damit also nach dieser Nomenklatur in der Taxonomie eben ein nachhaltig anlegender Fonds, ist aber kein Impact-Fonds, sonst wäre es eben Artikel 9, was er eben nicht ist. Artikel 8, da passt der Prisma Aktiv sehr, sehr gut rein. Dann zu Performance. Die Wahrheit liegt natürlich auf dem Platz und die Performance des Fonds sehen Sie hier. Sie sehen hier diesen relativ schnellen wieder Überholen des Höchstkurses vor der Corona-Krise aufgrund der Ampelsystematik.
Wir haben in 2021 den Deutschen Fondspreis auch gewonnen. Also wir sind bei den Mischfonds global ausgewogen von über 500 Fonds, die da in der Kategorie eben drin sind, haben wir den Platz 1 belegt. Deswegen sage ich, Sie können uns auch noch entdecken für Ihre Kundschaft und wir sind durchaus für viele Anleger mittlerweile, wir haben ja auch schon 600 Millionen im Fonds, eine Alternative zu dem einen oder anderen Wettbewerber im Mischfondsbereich, der natürlich deutlich größer ist. Aber auch performancetechnisch können wir uns im Mischfonds global ausgewogen Bereich sehr, sehr gut sehen lassen. Ansonsten hätten wir ja auch die Auszeichnungen nicht bekommen. Wir zielen jetzt mal grundsätzlich ab, und das ist diese blaue Linie, als Zielrendite 4% PA für unsere Kunden zu erwirtschaften. Das ist das Minimumziel, natürlich gerne auch mehr. Und wenn Sie so wollen, ist das der einzige Benchmark, die es gibt, absolut 4% PA. Jedes Jahr für den Kunden, natürlich nach allen Kosten, wie das üblich ist im Fondsbereich. Asset Allocation, ja, Sie sehen, es ist aktiv gemanagt. Die Aktien schwanken zwischen max 50%, können auch auf Null gehen. Also wir haben jetzt keine 25% Mindestgrenze, da wir nicht mit Derivaten arbeiten. Also wir machen keine Future-Geschäfte zur Absicherung, sondern wir gehen dann im Zweifel in Cash. Wenn uns eben die Prisma-Ampel da Warnzeichen gibt. Vorhin haben Sie gesehen, grün, gelb, gelb. Das ist nicht mehr ganz aktuell. Mittlerweile ist es gelb, gelb, gelb. Deswegen ist die Aktienquote jetzt auch in den letzten Tagen auf 30% eben runtergegangen. Also aktives Management zeigt sich hier auch in den Asset-Klassen. Ja, vielleicht noch genau kurz zum Fazit. Der Investmentansatz, der hat jetzt über viele Jahre, Fonds gibt es seit 2014, gezeigt, dass er eben durchschnittlich mehr als 4% generiert an Performance für die Kundschaft und dass er auch in schwierigen Zeiten sozusagen die Aufgabe eben erfüllt. Sicherlich ist der Drawdown ein wichtiges Thema bei der Kundschaft, weil die Kundschaft keine größeren Verluste eben ertragen kann. Wir arbeiten jetzt nicht explizit mit Risikobudgets, aber implizit haben wir von unseren Kunden schon Risikobudgets und müssen dann sozusagen auch uns vor großen Verlusten im Fonds bewahren. Wir haben ein langjähriges Team, was bei uns arbeitet. Das sind alle Senior Manager, 5 Leute im Team, die eben sehr gut die PS auf die Straße bringen können. Fragt sich ja immer, warum ist eine Investmentboutique, warum sind einige Investmentboutiquen besser als ganz große Häuser, die vielleicht noch mehr Ressourcen haben. Das liegt, ich habe ja auch mal für Julius Bär gearbeitet, also ein mittelgroßes Haus im Fondsbereich. Und ich kenne natürlich auch die ganz großen Häuser. Das liegt natürlich daran, dass wir die PS auf die Straße bringen können und eben schnelle Entscheidungen eben treffen können. Ja, das ist natürlich ein großer Vorteil, den wir für Sie einbringen können. Und ja, das verantwortungsbewusste Investieren in die Realwirtschaft, das Thema Nachhaltigkeit, ist für uns jetzt nichts Neues, ist seit jeher ein wichtiges Thema. Ja, soweit die Präsentation und sehr gerne stehe ich für Fragen zur Verfügung. Gibt es keine Fragen an Herrn Rachor? Wir haben gelernt, die Mischung macht es im Mischfonds. Aber ich glaube, Sie sind ja heute noch den ganzen Tag da und für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Dankeschön. Dann geht es jetzt gleich weiter mit einem Fondsmanager. Das habe ich in der Vorbereitung im Sommerurlaub in Griechenland gelesen, der Unternehmensanleihen aufspürt mit seinem Instinkt, die der Markt falsch bewertet. Damit kennt er sich als Fan übrigens genauso wie ich des ersten FC Nürnberg bestens aus. Denn, lieber Tobi Spieß, da sind wir uns einig, der Wert unseres ersten FC Nürnberg ist in der zweiten Liga auch nicht fair bewertet, oder? Spaß beiseite, wir freuen uns nun auf die Vorstellung des Lloyds Fonds Sustainable Yield Opportunities. Herzlich willkommen, Tobi Spieß. Vielen Dank, Oliver, für die netten einführenden Worte. Ja, jetzt bin ich geoutet hier in München als Club-Fan. Also ähnlich wie der Anleihenmarkt, ist auch als Nürnberg-Fan ist man doch jetzt schon schwierige Zeiten, haben wir auf der Fußballebene hinter uns, auf dem Rentenmarkt ist es ja ähnlich, weil
ich mache jetzt seit über 20 Jahren in dem Geschäft und im Rentenmanagement. Und eigentlich war es schon ab 2005 so immer die Nachfragen, 2006, ja, am Rentenmarkt kann man ja kein Geld mehr verdienen. Und letztendlich haben wir auch das Gegenteil bewiesen, dass man es trotzdem kann. Und kurz zu meiner Person, ich bin seit Leutfo seit 01.01.2019. Die Strategie, die ich Ihnen heute vorstelle, ist die Grundpfeiler des Leutfo Sustainable Yield Opportunities. Die gibt es jetzt schon seit über 12 Jahren am Markt. Vorher bei zwei anderen Arbeitgebern. Ich habe die Strategie letztendlich immer wieder neu aufgelegt, aber die Grundpfeiler der Strategie ist immer das Gleiche. Da müssen wir schon. Also grundsätzlich die Pfeiler der Strategie. Alles klar. Also grundsätzlich gehen wir immer davon aus, dass wir sagen, ja, wir wollen für den Kunden Tagesgeld plus Inflation plus einen gewissen Mehrertrag. Das ist seit 12 Jahren immer das gleiche Anlageziel. Das heißt Tagesgeld plus 3,5%. Grundsätzlich muss man sagen, in den 12 Jahren hat sich die Risikostruktur des Fonds überhaupt nicht verändert. Also High-Yield-Anleihen waren schon immer ein Thema, aber immer so 20-25% im Fonds, mehr sind es nicht. Also das heißt, wir haben den Ertrag über diese Zeit nicht damit erzielt, dass wir immer mehr schlechtere Bonitäten beigemischt haben. Eigentlich, wie man so klassisch von oben drauf blickt an den Markt, Investment Grade, da gibt es nichts mehr zu holen, also müssen wir immer mehr High-Yield-Bonds beimischen. Wo holen wir die Rendite her? Wir suchen am Anleihenmarkt nichts anderes als Ineffizienzen. Sondersituationen, Opportunitäten, egal wie man es nennt, ist letztendlich nichts anderes, dass ich der Meinung bin, dass der Risikoaufschlag einer Anleihe nicht gerechtfertigt ist. Der müsste eigentlich niedriger stehen. Und ab einem gewissen Punkt macht es sinnvoll, in diesen Bond zu investieren, weil er dann einen Beitrag liefert, um unser Anlageziel zu erreichen. Und wenn letztendlich der Fair Value des Bonds, den wir vorher definiert natürlich haben, sonst wüssten wir nicht, was ist für uns eigentlich fair und was ist unfair oder was ist der richtige Preis. Also wir gehen dann rein in den Bond, kaufen den, das ist automatisch, dass wir in der Regel antizyklisch investieren, weil wann ist ein Risikospread dann, wann erhöht sich der Ganze, wenn der Kurs einer Anleihe fällt. Ab einem gewissen Punkt sehen wir hier eine Übertreibung, wir investieren in das Ganze und gehen dann, wenn der faire Preis wieder erreicht ist, wieder raus. Das heißt, die Haltedauer der Anleihen, die kann wenige Tage sein, die kann aber auch mehrere Jahre sein. Und das führt eigentlich dazu, dass wir sehr aktiv sind und wie gesagt, antizyklisches Investieren ist, glaube ich, ein Grundpfeiler, um am Kapitalmarkt generell Geld zu verdienen. Was sind so Sondersituationen oder wie entstehen die letztendlich aus? Ganz interessant ist, per se sehe ich den Anleihenmarkt wesentlich komplexer an als den Aktienmarkt. Und zwar hier sieht man mal ein Beispiel hier unten bei der VW, da gibt es eigentlich zwei Aktienkategorien, Vorzug- und Stammaktien. Das ist ein endlos laufendes Papier, eurobasierende Währung und letztendlich ein Unternehmen dahinter, eine Bilanz, das ist der VW-Konzern. Wenn man auf die Anleihenseite geht, klar, der gleiche Konzern dahinter, die gleiche Bilanz, die wir uns anschauen müssen, aber hier gibt es 175 verschiedene Anleihen auf 15 verschiedene Währungen mit Endfälligkeiten vom Geldmarkt bis unendlich. Dann, wenn man in die auf der Kapitalstruktur, wir sind zwar immer vor der Aktie, aber sie können erstrangig sein, sie können besichert sein, sie können aber auch nachrangig sein vor der Aktie. Es sind unheimlich verschiedene Kapitalstrukturen, die natürlich dann den Recovery Value stark beeinflussen. Und letztendlich, wenn Sie jede Anleihe anschauen, gibt es einen Anleihenprospekt, der zum Teil auch sehr unterschiedlich sein kann. Das bedeutet nichts anderes in diesem Prospekt, das ist wie ein Kreditvertrag, wo dann geregelt ist, können Coupons ausfallen, können die Nachholverpflichten sein, gibt es gewisse Change-of-Control-Klauseln, also das Unternehmen einen neuen Eigentümer bekommt, gibt es da Sonderkündigungsrechte, Call-Optionen, Put-Optionen, insbesondere auch Covenants ist ein großes Thema, also maximaler Verschuldungsgrad, Zinsdeckungsgrad, neuerdings noch ESG-Kriterien in den Covenants hinterlegt. Und das führt eigentlich dazu, dass eine Anleihe per se sehr komplex werden kann in der heutigen Zeit. Und es gibt einen gewissen Zusammenhang, umso komplexer eine Anleihe ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei dieser Anleihe irgendwann auch mal ein Misspricing stattfindet. Warum ist das Ganze so? Viele Investoren dürfen nicht in komplexere Anleihen investieren, wenn sie heutzutage ein institutionelles Mandat übernehmen. Ich habe jetzt auch wieder eins übernommen.
da waren letztendlich zwei DIN-A4 Seiten, haben sie Vorgaben, was sie nicht machen dürfen. Und in der Regel werden eigentlich komplexere Strukturen dann eigentlich ausgeschlossen oder sehr, sehr stark begrenzt. Auf der anderen Seite gibt es Investoren, die, wenn sie große so Multi-Asset-Fonds anschauen, die insbesondere top-down gemanagt werden, dann ist es in der Regel so, mittlerweile die Rentenquoten haben ja historische Lows erreicht und was man immer wieder hört ist, ja, die Rentenseite, die bringt nichts, wir müssen ein bisschen was machen, die darf nur nichts kosten und es darf nichts passieren. Und das Risikobudget wird in der Regel auf die Aktienseite verwendet und nicht auf der Anleihenseite. Und darum, wenn Sie hier Risiken per se von oben herab reduzieren wollen auf der Rentenseite, lieber auf der Aktienseite die einzugehen, dann müssen Sie auch automatisch komplexere Strukturen schon mal per se ausschließen. Und darum finden wir hier immer wieder interessante Sachen, die wir investieren wollen in einem sehr konzentrierten Portfolio, also reiner Bottom-up-Ansatz. Also wir schauen nicht top-down, ich weiß nicht, wo die Zinsen hingehen, ich weiß auch nicht, wo die Risikospreads hingehen. Wir suchen nur 40 bis maximal 50 Anleihen, lieber sind es nur 40, die letztendlich uns helfen, um unser Anlageziel mittel- bis langfristig zu erreichen. Wir sind Benchmark-unabhängig, wir können eigentlich sehr, sehr flexibel, aber wir investieren nur plain vanilla, nur in Anleihen. Also wir kaufen keine Aktienzertifikate, wir können nicht short gehen, wir setzen keine Credit Default Swaps ein, also wirklich nur Unternehmensanleihen. Warum nur Unternehmensanleihen? Bei einer Staatsanleihe kann ich persönlich keine Ineffizienzen identifizieren. Ich weiß es nicht, ob jetzt Frankreich mehr Risikospread zahlen muss wie Italien, da habe ich keine Ahnung. Eine Staatsanleihe ist auch per se jetzt nicht so hochkomplex in den Anleihebedingungen. Natürlich gibt es auch da Exoten, aber da investieren wir nicht. Wir sind zwar global, investieren aber eigentlich überwiegend in Europa und da in der Dachregion Frankreich, Benelux, UK und insbesondere Skandinavien. Das ist schon seit ungefähr 7 Jahren immer ein großer Bestandteil des Fondsuniversums, weil hier einfach super interessante Anleihen sind, wo wir als Marktteilnehmer auch in Pre-Sounding-Prozessen früh involviert sind. Kalkulierbare Risiken ist entscheidend. Wir wollen diese Erträge erzielen, nicht mit schwachen Bonitäten. Das heißt, auf Portfolioebene ist die Bonität in den letzten 12 Jahren immer Investment-Grade. Also in der Regel dreifach B, dreifach B minus. Wir waren nur zweimal in dieser Phase, im Monatsultimo, eine Stufe drunter. Das hat damit zu tun, eher mit technischen Ausführungen, dass Verkäufe volutärisch noch nicht abgerechnet worden sind oder dass gewisse Verkäufe noch nicht ausgeführt worden sind. Aber Monat drauf waren wir dann immer wieder in Investment Grade. Das heißt, die Risikostruktur hat sich nicht den Marktverhältnissen angepasst, sondern sie war immer identisch, weil wir immer wieder aus diesen fast 350.000 aktiven Anleihen, die es da draußen am Markt gibt, immer wieder um die 40 aufspüren, die unseres Erachtens ein Mispricing stattfindet und wir investieren dann und wie gesagt, wenn das Mispricing weg ist, dann gehen wir wieder raus. Die Strategie hat sich in den letzten 12 Jahren dann natürlich auch immer weiterentwickelt. Aber hier sieht man mal, das sind die 12 Jahre. Wir haben in dieser Zeit nach Gebühren über 7% Return erwirtschaftet, bei einer Evola von 4,3. Das heißt, was immer wichtig ist, das langfristige Ziel ist immer ein Sharpe Ratio über 1 zu erzielen, dass das Risiko attestiert auch ein Mehrwert letztendlich für die Anleger bringt. Und das sind die verschiedenen Stationen. Letztendlich immer im Publikumsfonds, also nachvollziehbare Publikumsfonds. Nach dem Arbeitgeberwechsel wurde die Strategie, weil die Fonds natürlich nicht mitgenommen werden durften, wurde dann nicht mitgenommen. Natürlich können wir so Events wie Covid-19 uns auch dem Markt nicht entziehen. Der Drawdown war da schon auch größer. Überraschenderweise hatte ich den auch nicht so erwartet, weil der Drawdown bei mir immer so, bei 12% war eigentlich immer das Maximum, da waren wir bei 16%, was schon auch viel ist. Hat natürlich auch damit zu tun, dass der Anleihenmarkt immer in Krisenphasen immer stärker auch von Illiquidität getroffen wird. Aber wir haben nach 8 Monaten dann auch diesen Drawdown ausgeglichen gehabt zum neuen All-Time-High. Und konnten das Jahr auch dann 2020 mit 3% nach Kosten abschließen, sind dieses Jahr so knapp bei 5%. Und im ersten Jahr, obwohl wir die ersten in den Fonds, ist dann neu aufgelegt worden am 1.4.2019, da haben wir dann auch im ersten Jahr über 6% verdient.
Wie ich gesagt habe, die Evolutionsstufe über diese Zeit ist natürlich immer da, man entwickelt sich weiter. Nur die Rahmenbedingungen, die ich Ihnen genannt habe, dass wir Bonität im Investment Grade sein wollen, hinzu kommt noch, wir haben keine Fremdwährungsrisiken im Fonds, wir investieren zwar in Hard Currency Bonds wie Dollar, Schweizer Franken, britische Pfunde und auch die skandinavischen Währungen, die sind aber immer zu 100% währungsgesichert, da ist nie eine offene Position. Das heißt, per se schließen wir Local Currency Bonds natürlich aus, weil wir die nicht währungssichern können und wir wollen keine Fremdwährungsrisiken im Fonds haben. Der letzte Evolutionsschritt, das war eigentlich ein relativ großer. Ich habe lang eigentlich Nachhaltigkeit mir überlegt, brauche ich die für diese Strategie? Ist sie nicht eigentlich eher behinderlich? Schränke ich mich nicht zu sehr ein? Das war ein langer Prozess. Weil wir aber sehr bottom-up getrieben sind und unheimlich viel mit Unternehmen sprechen, war dann der Aha-Effekt groß 2019. Ich gestehe, neben dass ich Nürnberg-Fan bin, auch ein großer Fan von der Öl- und Gasindustrie. Ich finde das total spannend. Letztendlich sowas, also die Industrie fasziniert mich schon immer und darum bin ich regelmäßiger Teilnehmer auch von der Öl- und Gaskonferenz in Oslo. Und da war es eigentlich so der Aha-Effekt. Die Unternehmen haben da schon deutlich signalisiert, insbesondere kleinere Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor, im Explorationsbereich, die hatten einfach riesige Probleme in der Refinanzierung, damals schon, weil immer mehr Banken sich aus dem Bereich zurückgezogen haben und dann, okay, weil wir auf der Bond-Seite, wir sind ja unheimlich risikoavers, weil wir haben ja ein unheimlich schlechtes Chance-Risikoprofil. Wir können nur einen kleinen Teil gewinnen mit unseren Anleihen, aber alles verlieren. Der Aktieninvestor kann zwar auch alles verlieren, der kann aber das X-fache gewinnen. Und darum sind wir immer bedacht darauf, wo sind denn die Risiken? Und ein klassischer Bondmanager ist auch immer unheimlich kritisch und ist auch nie so optimistisch, sondern sucht immer den Fehler im Detail und versucht hier eigentlich das Risikomanagement immer größer zu fassen, um hier einfach nicht vor Unwägbarkeiten gefasst zu sein. Und das war eigentlich der Grund, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, Mensch, Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz toller Baustein, um zusätzliches Risikomanagement zu betreiben. Weil die nächsten 10 Jahre, also da kann man jetzt denken, was man will, die wird die Gesellschaft und die Unternehmen massiv beeinflussen, diese Transformation, die wird gewaltig sein, damit wir diese Ziele überhaupt schaffen. Und das bestätigen die Unternehmen auch. Die brauchen sich auch gar nicht wehren. Der Verbraucher macht Druck, die Regulatorik macht Druck, die Banken machen Druck in der Finanzierung. Da ist unheimlich viel im Fluss. Und letztendlich ist es dazu da, dass Nachhaltigkeit, natürlich wollen wir Verantwortung übernehmen. Wir setzen Mindestkriterien bei Umwelt-, Soziales- und Governance-Themen über Mindeststandards in UN Global Compact Compliant zu sein, schwerwiegende Verstöße gegen die Unternehmen, die schwerwiegend gegen diese Richtlinien verstoßen, kommen nicht ins Portfolio. Natürlich nehmen wir auch Ausschlüsse, die klassischen Branchenausschlüsse, aber da nicht, weil wir Verantwortung übernehmen wollen, sondern wir wollen die Branchen, die am stärksten getroffen sind, allein per se rausnehmen, weil wir einfach Angst haben, dass der Trend viel, viel schneller läuft und die Unternehmen, klar die kleineren Unternehmen, wo wir auch hin, oder mittelgroße Unternehmen stärker getroffen werden. Darum wollen wir diese klassischen Branchen per se ausschließen. Wir wollen allerdings Verantwortung auch übernehmen. Der Fonds, das Framework des Fonds ist auch auf die SDGs abgezielt, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Das heißt, der überwiegende Anteil der Unternehmen, die wir im Portfolio haben, müssen einen positiven Beitrag zu den ökologischen Zielen aus diesen SDGs machen. Das heißt, die SDGs beziehen sind ja 17 Überziele mit 169 Unterzielen, die auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance einzahlen. Wir haben uns zusammen mit dem WWF zusammengesetzt, haben aus diesen 169 Unterzielen diejenigen rausgenommen, die sich auf die Umwelt beziehen und vor allem die investierbar sind. Viele Ziele können sie nicht investieren. Und darauf greifen wir die raus und diese Unternehmen müssen einen positiven Beitrag auf diese Ziele einzahlen. Das ist zum Beispiel mit weniger Abfallwirtschaft, die CO2-Reduktion, das sind so klassische Themen, Transformation in die Recyclingwirtschaft. Also das sind so alles Sachen, die wir halt aktiv begleiten wollen. Und letztendlich Kontroversenmanagement, wir wollen Kontroversen mit unserem Ansatz frühzeitig identifizieren, wir wollen Kontroversen frühzeitig auch bewerten. Und wenn unser Geschäftsmodell oder das Geschäftsmodell des Unternehmens und somit unser Investment Case
betroffen ist oder im Risiko steht, dann wollen wir das frühzeitig identifizieren. Wir arbeiten mit zwei Datenanbietern, mit RepRisk und ISS zusammen, wo wir so Kontroversen in Bereichen Umwelt, Soziales und Governance frühzeitig identifizieren. Und dann können wir eigentlich in unser Risikomanagement dahingehend erweitern, dass wir einfach die Unternehmen dann auch verkaufen oder auch meiden, die hier ein erhöhtes Risiko haben in den Kontroversen. Ich bin gleich fertig. Eine Folie noch, das ist das aktuelle Portfolio. Da sieht man einfach mal, wichtig ist die Kennziffer, letztendlich diese Yield to Worst. Da sieht man mal, wie das Portfolio da ist, bei einer durchschnittlichen Rating von dreifach B. Wir haben allein aus der Selektion ungefähr 3% im Return. Der Markt in dem Bereich ist ja um die Nulllinie. Das heißt, aus der Selektion generieren wir eigentlich schon fast 3% im Alpha zum Markt. Hier ist aber noch nicht implementiert, dass wir ihr Titel unterm Jahr, wir drehen das Portfolio knapp zweimal im Jahr, hängt ein bisschen mit der Volatilität der Märkte zusammen. Und dieser Ansatz des Kauf und Verkaufen ist dann gar nicht mit dabei, wo wir zusätzliches Alpha generieren. Und wir haben momentan einen hohen Cashbestand mit knapp 16%. Und hier sieht man ganz unten, wir haben 39 verschiedene Emittenten bei 43 Titeln. Also unheimlich konzentriertes Portfolio für ein Rentendepot. Und wie gesagt, wir machen das jetzt schon länger. Und wir sind jetzt dieses Jahr, also im ersten Jahr 6%. Immer positive Returns, ungefähr 2/3 aller monatlichen Returns sind positiv in dem Fonds. Fondsvolumen ist jetzt für 75 Millionen, hoffen, dass wir dieses Jahr die 100 Millionen noch knacken werden. Die Inflows in den letzten Wochen und Monaten zeigt eben deutlich aufwärts. Und ja, wir sind guter Dinge, dass wir auch in diesem schwierigen Umfeld auch weiterhin unsere Anlageziele erreichen können. Vielen Dank. Vielen Dank für den Beweis, dass Rentenfonds entgegen der allgemeinen Meinung nicht immer langweilig sein müssen. Haben Sie konkret Fragen an Herrn Spies? Wunderbar, dann vielen, vielen Dank. Öl und Gas war das Stichwort, lass einfach da. Öl und Gas war das Stichwort für mich. Ich glaube, bis jetzt ist es wirklich wie geölt gelaufen. Die letzten 1,75 Stunden sind wie im Fluge vergangen. Wir haben zuerst von der Börse München gelernt, warum Get Execution, zukünftig die Plattform für alle hier im Haus. Wir haben ja vorher auch virtuell die Umfrage gemacht, wer hat schon auf GetEx gehandelt, wer kennt GetEx und wer wird es zukünftig machen. Ich könnte jetzt nochmal die Umfrage machen und schauen, ob wir sie überzeugt haben, aber das sehen wir lieber dann in den Zahlen. Ferner haben wir nach Berlin geschaltet zu Erik Potzowait, der uns erklärt hat, dass Elon Musk nicht der neue Manfred Krug ist, was die Börsenaktivität von Privatanlegern in Deutschland angeht. Und jetzt haben wir auch gesehen, dass Mischfonds die gute Mischung sein können und Rentenfonds nicht immer langweilig sein müssen. Damit freue ich mich jetzt auf die erste Pause des Tages, auf einen schwarzen Kaffee und Wasser. Und dann kann ich Ihnen nur so viel verraten, dass danach geht es um drei Buchstaben, aber da das Thema so spannend ist, möchte ich Ihnen noch nicht verraten, um welche drei Buchstaben es geht. Aber ich glaube, dass wir auch ein sprödes regulatorisches Thema, habe ich schon ein bisschen mehr verraten, ganz gut über die Bühne bringen werden. Vielen Dank. Ich habe gesehen, auch im Internet, Citywire berichtet live. Wir haben viele Kunden virtuell draußen an den Bildschirmen, haben mehrere tausend Ansichten schon von den Beiträgen von Citywire. Deswegen freue ich mich, um 10.55 Uhr Sie alle hier wieder im Raum zu sehen und bringen Sie noch ein paar Leute mit, dann sind die Stühle vor dem Nachmittag schon voll. Bis gleich.